Willkommen. Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu Car for Sale Simulator. Zum Car for Sale Simulator 2023. Das dritte Let's Play im Gamerton 1000. Gamerton. So, ja. Car for Sale Simulator. Gibt's hier irgendwelche Sounds? Ausfahrt. Ja, ist eine Early Access. Fand ich jetzt ganz interessant, weil wir spielen einen Autoverkäufer, beziehungsweise wir versuchen uns zu einem etablierten Autoverkäufer heranzuarbeiten. Können die Autos fahren, können die Autos kaufen, glaube ich auch reparieren. Und dann werde ich endlich mal die andere Medaille, die andere Seite der Medaille sehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Auto gekauft habt von so einem dubiosen Fähnchenhändler, wo man dann denkt so, Mann, musst du ein skrupelloses A-Punkt-Punkt-Punkt sein. Ja, jetzt sehen wir mal die andere Seite und da können wir selber ein skrupelloses A-Punkt-Punkt-Punkt sein. So, Einstellung, gibt's hier Auflösung? Ja, ja, ganzer Bildschirm, Ultra, ja, gut. Blühen? Nö, nö, blühen will ich nicht. Sprache Deutsch, aus Autoausrüstung, ja, Auto, Start, Motor. Auto, Start, keine Ahnung. Kontrollen. Klavier. Klavier? Klavier? Kann man das auch mit dem Klavier spielen? Das ist ja... Skill-Panel, Inventar, Gegenstand fallen lassen, Linksklick. Ah, Linksklick ist der Left-Maus-Button. Gut zu wissen. Ha! Umzug, I, laufen, also die Übersetzung, ja, wie gesagt, also es ist eine Early Access. Da unten sind offensichtlich auch noch Sachen, aber irgendwie kommt man da nicht hin. Ja, egal. Hauptvolumen. Keine Ahnung, wo ist denn? Mach doch mal alles hier. Im Autovolumen, aus dem Autovolumen. Ja, keine Ahnung. Speichern, alles voll. So, zurück. Gut, weitermachen. Weitermacher. Egal, neues Spiel. Wird geladen. Sie können beim Kauf eines Fahrzeugs betrogen werden. Sie können genaue Ergebnisse erzielen, indem Sie eine Inspektion erhalten. Ja, gut. Ich muss mal schauen, ob ich eine Playlist anfertige. Eine Playlist drunter setze, drüber setze, hinterher schieb. Ja. Ja. Irgendwie ist es sehr leise. Zu leise. Hier ist es ruhig. Hier ist es zu ruhig. Es wird geladen. Warum wird es so lang geladen? Was lädt es alles? Ja. Der Laden wird geladen. Und die Wüste. Oh, wir hören etwas. Gut, wir sehen noch nichts, aber wir hören etwas. Welcome to the Car Simulator for Sale 2023. Ich muss aufhören, einfach besoffen irgendwo hinzuliegen und am nächsten Tag besoffen. Was ist denn das? Ein Abschleppfahrzeug? Oh nein, ich glaube, ich hatte da hinten einen Unfall. Ich war besoffen, hatte einen Unfall und jetzt stehe ich hier, bin hier eingeschlafen und während des Starts. Nehmen Sie den Müll vor dem Büro. Oh, geil, Müll. Boah, Müll sammeln.
Oh, ich liebe Müll. Oh, oh, was ist das? Oh, 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 schön. Oh, Müll sammeln. E, Wurf. Okay. Oh, Müll sammeln. Oh, 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 noch mehr Müll. Oh, ich liebe Müll. Oh, ein ganzes Auto voller Müll. Oh, und hier sind Bretter. Oh, Car for Sale. Und Laden auch. Laden auch for Sale offensichtlich. Und Timer starten auch eine gute Idee. Hier bellt die ganze Zeit irgendwo ein Hund. Ja, ist ziemlich weitläufig. Ist das hier irgendwie Australien oder so? Kann das sein? Australisches Outback? Aber hier akkurat gemähter Rasen, muss man schon sagen, eines Fußballfeldes würdig. Der Nachbar hat guten Rasenmäher. Nicht schlecht. Ja, Büro ist schließen. Ah, oben links. Da oben links, da, Büro ist schließen. Egal, wir machen mal weiter und reinigen. Was reinigte einen Schmutzigen? Wir reinigten einen Schmutzigen. Reinigen, wir reinigen alle Schmutzige. Den Schmutzigen reinigen wir auch. Öffnen wir Ihr Büro. Um Kunden zu bekommen, müssen Sie Ihr Büro eröffnen. Sie können das Büro mit der Bürotür öffnen und schließen. Informationen: Kunden kommen zwischen 7 und 20 Uhr an. Wir haben, was sind das? 7.500 Pfund? Oh, seht ihr nicht? Oben rechts. Montag minus 1. Toll, genau unter mir. Moment mal ganz kurz. Ich guck mal, ob das geht. Das müsste eigentlich gehen. Zack. 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 Und dann schauen wir mal. Oh. Das war falsch. Dann das und das nicht. Das da? Nein. Das da? Die beiden? Ah, die beiden sind's. Okay. So, da seht ihr es. Ich gehe einfach mal hier hin. So, mal schauen, ob das dann besser ist. So. Jetzt seht ihr 7.500 Pfund Montag minus 1. Gut. Offenes Büro. Schließes Amt. Schließes Amt. Amt ist geschlossen, kann ich nichts machen. Büro ist offen. Anpassen, wir brauchen jetzt einen Firmennamen. Bitte öffnen Sie den Computer im Büro und geben Sie den Dekorationsbereich ein, um den Namen zu ändern. Lass mich doch erstmal umschauen. Alter, ist das ein geiles Dach. Yo. Ah, ganz schön windstill, die Wolken bewegen sich null. Aber schön gemacht, ja, mit der Sonne so. Ja, gut, alles bewegt sich irgendwie. Ich glaube, unser Charakter bewegt sich und schnauft irgendwie. Ja, geiles Dach. Bisschen doof, wenn es regnet. Wenn es hagelt. Aber ich schätze mal, ich muss mal hier ganz minimal lauter machen. So, und hier mal ganz minimal leiser. Ist immer noch ein bisschen... Immer noch ein bisschen eine Krux mit meinen Einstellungen hier. Aber ich denke mal, so haben wir es jetzt im Griff. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. So. Wunderbar. Ich schau mal hier. Boah, fast bodennahe Fenster, bodengleiche Fenster. Der Berg ist da, doch schau ich hin, dann ist er weg. Der Berg ist da, doch schau ich hin, dann ist er weg. Hin und weg, hin und weg. Okay. Das Amt schließen wollen wir nicht. Wir lassen die Tür einfach mal so grandios offen stehen. Was haben wir hier? Drive away in a great car. Das ist aber ein Ford Fiesta, wie das aussieht. ST. Ja, mit dem Spoiler. Ein Ford Fiesta ST. Da steht doch Great Car. Also ein großartiges Auto. Warum ist dann ein Bild von einem Fiesta ST? Gut, das habe ich nicht gesagt. For just $699 down. See Dealer for Details. Down, wahrscheinlich monatliche Rate. Komisch, hier stehen $699 und wir haben 7.500 Pfund. E-Computer. Oh. Wir brauchen jetzt einen Firmennamen. Bitte öffnen. Hatten wir schon.
Upgrades, Dekoration. Willkommen, Car for Sale. Wir haben hier Akku, aber das... Ich dachte, das wäre... Na gut. Zeichen, aus Design, im Design, Markt, Container, Office, Haus. Huch. Wo, hä? Wo steht der Container? Der ist ganz woanders. Boah, der ist kilometerweit weg. Zeichen, Car for Sale. Aus Design, im Design. Ah, Entschuldigung. Das hier ist das Logo. Also, Entwickler. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, von wem es war. Zuhören. Logo. Außendesign. Innendesign. Car for Sale. So. Schön. Name, Car for Sale. Natürlich nicht. Ist alles groß, ne? Ja, okay. Los Ossos Cars. You have to... Nein? Okay. Das steht dann einfach links und rechts drüber raus. Voll gut. Dann machen wir so. So ein Minus noch dran. Nein, toll, ein Minus sieht man nicht. Ah, das ist doch... Ein Unterstrich? Sieht man auch nicht. Doppelpunkte? Sieht man auch nicht. Ein I? Kasi. Kasi 2. Los Ossos Cars sieht ganz gut aus. So, in einem schönen Rot-Orange. Größe. Los Ossos Cars. Los Ossos Cars. Breite. Rap. Rap. Okay, ich lasse es. Wir machen es relativ eng. Warum sind die O's nicht rund? Ist ja schlimm. So, größer geht's gar nicht mehr. Aktualisieren, 10 Dollar. Oh, ich habe aber gar keine Dollar. Ich habe noch Pfund. Mist. Kann ich hier irgendwo wechseln? Gibt's eine Wechselstube? Was ist das hier für ein Ding? Hallo. Gut. Los Ossos Cars. Wunderbar. Außendesign. Wand, Boden, Zaun. Boden? Oh, oh, besorgen. 2000 Pfund. 3000 Pfund. 4000 Pfund. 5000 Pfund. Ah, so teuer. Ah, seid ihr wahnsinnig? Zaun. 5000 für einen Metallzaun. Und 10.000 für eine Hecke. Was ist das für eine Hecke? Ist die aus Gold oder was? Seid ihr denn bescheuert? Ah. Entschuldigung, kleiner Rant am Rand. Okay, nein, das lassen wir mal. Was haben wir hier? Gratis. 5000. Das und das sieht fast gleich aus. Ja, okay, ist halt neu. Aha, aha. 2,5. Aha, mhm. Holz und hier ein bisschen. Oh, und Steine und Rot und Wärm. 10.000. Für so einen lumpigen Holzdinger da, ne? Gut. Im Markt. Ach, hier kann man neue Sachen kaufen. Besorgen. Ach so, ne, hier. Für 1000 Dollar. Und eine Fußmatte für 1000 Dollar? Seid ihr wahnsinnig? Was? Okay, dafür 1000 Dollar ist schon cool. Oh. Gleiches Bild wie das. Oh, aber die sind schön. Das sieht cool aus. Aber das ist zu teuer. 1000 Dollar, seid ihr wahnsinnig? Was kann man hier? Oh nein, da schlafen wir oder was? Kommen wir bestimmt noch zu. Oh, hier, du hast auch ein Zuhause. Oh, mit Grün. 400. Egal, wir lassen es mal. Los Ossos Cars. Gut. Was ist das hier? 26 Meter Bus. Wie komme ich zurück? Office? Escape. Ja, Escape komme ich zurück. 4.900. 7.490 Pfund.
Schnelle Reise, Sie haben Ihre Büroarbeiten abgeschlossen. Oh, das war jetzt auch anstrengend heute. Oh ja, haben hier das dahin gemacht. So. Oh, das war aber anstrengend. Gehen Sie in die Nachbarschaft, um ein Auto zu kaufen. Okay, die Arbeit ist doch noch nicht vorbei. Information, Sie können die Bushaltestellen für schnelles Reisen verwenden. Der nächste Stopp liegt direkt vor dem Büro. Oh, muss ich denn das Büro jetzt zumachen? Sonst kommen da Kunden und ich bin nicht da. Tja, offenes Büro. Gut, dann, Wo ist dieser Hund? Ich muss mal... Oh, die Laufgeräusche sind gut. Wir sind einbeinig. Wir sind ein einbeiniger Pirat. Arr. Und können in die Treppe reinlaufen. Ich will da rein. Ich will da rein. Da rein, da rein. Ich will da rein. Der Nachbar mit dem coolen Rasenmäher. Was stimmt mit den Laufgeräuschen nicht? Da kommt tatsächlich noch... Hallo? 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 Da kommt tatsächlich ein Auto. Ich dachte, da kommt kein Auto. Ach, egal. Wir erforschen eins nach dem anderen. Auto, Electrics and Tuning. Oh, was haben wir hier? Rose Trace. Was? Wie? Rose Trace Terrace. Rosen. Irgendwas Terrasse. Oh, schön. Und hier ist Sammy Drive. Ja, gut. Straße ist jetzt nicht wirklich. Oh, da steht einer. Oh, da gibt's Menschen. Hier gibt's Menschen. Oh, nicht nur Autos, die mich überfahren wollen. Oh, Burger. Oh, das sieht gut aus. Oh, hier, saftige Tomate mit triefendem Wasser. Irgend so eine weiße Soße. Oh. Schönes Bushaus. Und so sauber. Toll. Hier gefällt's mir. Hier bleibe ich. Tolle Nachbarschaft. Ha, reisen. Ha. Nix reisen. Doch, wir müssen reisen. Büro, du bist schon hier. Sie können an Standorte für Büro- und Autoservices reisen. Nachbarschaft. Sie können Autos zum Verkauf in der Nachbarschaft finden. Auto? Ja, man kann sie klauen da und dann kann man sie verkaufen. Automarkt. Sie sind an bestimmten Wochentagen geöffnet. Sie sind geöffnet? Wer? Wir oder der Automarkt oder... Ach, das ist hier. Ah, okay, cool. So ein Gebrauchtwagenmarkt. Sie können verschiedene Modelle und Autos finden. Tankstelle. Fügen Sie Ihren Autos Kraftstoff hinzu oder lassen Sie sie waschen. Rote Bar. Machen Sie eine Pause und spielen Sie Spiele. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so umfangreich ist. Geil. Container. Im Moment ist dies Ihr Rastplatz. Ja, es ist nicht ideal. $10 für ein Busticket? Seid ihr wahnsinnig? Wo soll ich hinreisen? Gehen Sie in die Nachbarschaft, um Auto zu kaufen. $10! Ihr erstes Fahrzeug. Okay, wir sind ganz woanders. Oha. Ich dachte, wir müssen einfach nur die Straße entlang. Ui. Gut, dann sind wir weit gefahren für $10. Das ist okay. Ihr erstes Fahrzeug. Finden Sie ein Auto in der Nacht. Himmels Willen. Ich bleib mal lieber hier stehen. Das ist ja hier. Boah, das ist ja wie auf der Autobahn hier. Da kommt ja schon der nächste Alfa Romeo. Fahrzeug ohne Namen. Ohne Lizenz und so. Nur optisch wie ein... Ich bleib mal lieber hier stehen. Finden Sie einfach ein Auto in der Nachbarschaft und kaufen Sie es. Sprechen Sie mit dem Besitzer, um das Auto zu kaufen. Gut, dass wir nicht so viel $10.000 in eine Hecke investiert haben, damit wir noch ein paar Kröten für ein Auto haben. Sprechen Sie mit dem Besitzer, um das Auto zu kaufen. Information. Wenn Sie Kunden beim Verhandeln sehr wütend machen, möchten Sie möglicherweise nicht verhandeln. Hier gibt's nur Alfa Romeos, die hier rum... Ja,
Was geht? Hier kommen drei Stück auf einmal. Okay, ich muss ausprobieren. Stopp, Polizei. Anhalten. Au, au, au. Ja. Alter, der war aber schnell. Ja, und jetzt? Okay, der hat wenigstens versucht anzuhalten. Der Schnellste, der hat versucht anzuhalten mit seinem Passat. Junge, Junge. Also, hier hätten wir doch ein Auto. Guten Tag. Hä? Tut das nicht weh? Erstens. Zweitens. Sie sind schon ein Mann, oder? Ich hätte Fragen. Der war ein bisschen komisch. Oh, der bewegt sich sogar. Kann man. Hallo? Keine Brüste. Stabiler Schnauzer. Sitzt chillig auf dem Stuhl. Auto sieht viel besser aus. Ich komme wieder. Ich renne durch die Nachbarschaft. Da, 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 weil der Nachbarschaft. Was ist das? Das sind Rasensprenger, oder? Da, 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 dead end. Dead end. Dead end. Da, 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 da. Hallo. Guten Tag. Sie sind ein Junge oder eine Dame? Ah, Junge, ist das dein Auto? Mit den geilen Felgen? Aus der Türkei? Ah! Günaydın! Ist das dein Auto? Jo! Kannst du mir den verkaufen, der Auto? Das ist cool. Das hat geile Felgen, Junge. Okay, nein, ich schau mal weiter. La 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 la. Oh, hier gibt's nichts mehr, außer ein US-Mail. Die Leute können sich hier... Da siehst es, da siehst es. Die Leute können sich hier keinen Weg zum Haus leisten. Man hätte hier normalerweise so einen Schotterweg oder irgend sowas. Nein, weil der kostet einfach 10.000 Dollar. Pff, seid ihr wahnsinnig? Und deswegen können sich die Leute nicht mal einen Schotterweg leisten. Weil es zu teuer ist. Oh, da ist offen. Ich gehe mal gucken. Hier auch. Ich möchte... Hallo. Hallo, verkaufen Sie kein Auto? Hallo. Verkaufen Sie kein Auto? Hallo, ist da jemand? Okay, hier gibt es kein Auto. Was ist denn das überhaupt hier? Ach, das soll ein Grünstreifen sein. Ah, okay. Ist wohl üblich hier. Oh, da ist noch ein offenes Haus. Da ist doch jemand. Hallo? Nee, das ist... Boah, wie der da ums Eck geschossen kam. Wer wohnt denn hier? Hier wohnt gar niemand. Hä? Das ist auch die Rose Trace Terrace? Und das ist die Cannebrake Street. Cannebrake. CT. Was heißt CT? Counter-Trike? So, bevor ich hier nochmal überfahren werde, schnell rüber. Okay, oh. Auch schön. Hilfe. Oh oh. Spiel hat mal kurz einen bösen Freeze gehabt. Ah, schön. Oha. Der hat gelochte Bremsscheiben. What? Wow. Auch aus der Türkei. Moment, sind hier alle aus der Autos aus der Türkei? Ist das ein türkischer Entwickler? Hallo! Vom Passat überfahren. Hallo! Ah, viele Leute hier. Und die bewegen sich unterschiedlich. Ist geil. Ist geil. Geiles Spiel. Okay. Ich bin ein Tier und spring auf die Straße. Ah. Okay, jetzt wäre ich tot.
So, hier gibt's auch kein Auto. Nur leckere Burger. Hier gibt's auch kein Auto. Gut. Dann, ich weiß nicht, ob ich von ihm, ihr ein Auto kaufen möchte. Nein, ich probiere es mal da drüben. So, der hier sieht gut aus. Moment, hatte der überhaupt ein Nummernschild hier? Ist der überhaupt zu verkaufen? Minnesota. Der hier kommt aus Minnesota, steckt mit den Füßen in den Bota und hat fette Brusthota. Ja, so ist es, wenn man als Ami in einer türkischen Wohnsiedlung wohnt. Da hat man es nicht einfach. Da wird man schnell mal mit den Füßen in die Betonplatte einbetoniert. Habt ihr gut gemacht. So. Ich weiß nicht, aber das ist, glaube ich, nicht TÜV richtig. Nee, war das nicht. War da nicht gerade ein türkisches Kennzeichen dran? Rhodesian Island oder so? Entschuldigung. Rhodes Island? Hä? Das muss ich jetzt nochmal schauen. Da war doch, der hatte doch ein türkisches Kennzeichen, oder nicht? Oder war das er hier? Der. Okay. Naja. Haben wir zwei Amis im türkischen Viertel. Was soll's? Aber die türkischen Familien hier, die haben sich definitiv angepasst an die amerikanischen Lebensstile. Vor allem an die teuren Wege, die sie nicht haben können. Gut, hallo der Herr. Sie können alle Details des Autos sehen. Einige... Oha, was schwätzt der hier? Einige Details können versteckt sein und Sie können Fähigkeitspunkte verwenden, um sie zu enthüllen. Nicht genehmigt. Linke Mausbutton tropfen. Bei mir ist alles gut. Sie können die Genauigkeit des Bereichs hier überprüfen. Des Berichts. Ach, das ist ein Bericht. Chevrolet Cobalt. Wie war das mit den Namen? Sie können eine Fähigkeit zum Schnäppchen öffnen. Sie können eine Fähigkeit öffnen, um den Autoschaden zu sehen und ein Fachwissen zu erhalten. Bisschen schwierig. Sie können die Genauigkeit des Berichts hier überprüfen. Der Verkäufer lügt Sie möglicherweise an, sodass Sie eine Inspektion durchführen können, um die wahren Details zu sehen. Ja, es sind nicht nur die Autoverkäufer, die lügen, sondern auch die, die die Autos verkaufen. Sie können die beschädigten oder neu lackierten Teile des Fahrzeugs hier sehen. Wenn sie versteckt sind, können Sie Fähigkeitspunkte verwenden, um sie zu enthüllen. Linke Maustaste, tropfen. So. Schauen Sie, Auto. Sachverstand? $774. Hallo, Bruder. Entschuldigung, mein Auto hat ESP. Ist es nicht normal, dass ich nach einem höheren Preis bittet? Mein Freund, du wirst dieses Auto lieben. Und der Preis? Nur 7.739 Pfund. Verpassen Sie nicht. Anstatt über den Preis zu verhandeln, können wir vielleicht die Zahlungsoptionen besprechen. Nein, ich habe gar nicht so viel Geld, Mann. Bist du blöd? Ist doch gar nicht wert, die Karre. Hör mal auf. Gut. Vielleicht fangen wir doch mal hier an. Bei dem Armen aus Minnesota, der im Boden eingelassen ist. Und nie wieder hier weg kann. Naja, wir fragen mal. In der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Time to Play Car for Sale Simulator 2023. Bis dahin, macht's mal gut, meine Freunde. Tschüss.